Dirk Schrader, du arbeitest in Berlin als mobiler Physiotherapeut. Das ist richtig, also als sozusagen mobiler Massagetherapeut. Das ist also die etwas abgewandelte Bezeichnung. Ja, also ich fahre mit einem mobilen Massage-Equipment, also einem Massagestuhl oder auch einer Massageliege in Unternehmungen und mache halt im Rahmen einer betrieblichen Gesundheitsprävention biete eine mobile Massage für die Mitarbeiter dort an, weil ich mir halt schon sehr, sehr lange Sorgen gemacht habe, spezifisch der Gesundheitsprobleme. Also ganz spezifisch am Arbeitsplatz, weil ich saß auch lange viel im Unternehmen und daher kenne ich das selber auch an mir und habe mir also gesagt, gut, da musst du unbedingt was tun und bin dann halt in diesem Bereich übergewechselt und habe eine Ausbildung gemacht als Massagetherapeut. Ja, und zu diesem Hobby als auch zu diesem Interesse konnte ich halt meine Vision verwirklichen und in Unternehmen fahren, um die heutigen Probleme mit einer mobilen Massage zu bekämpfen. Dann bist du also Visionär. Die Idee entsprang schon vor langer Zeit. Ja, richtig. Die entsprang schon vor langer Zeit, weil ich habe auch vor sehr, sehr langer Zeit mal eine Fitnesstrainerausbildung gemacht und sehe halt das, was die Menschen heutzutage für Probleme haben. Und wollte halt diesbezüglich etwas tun, also nicht nur im Fitnessbereich, sondern auch im präventiven Bereich. Gerade heute, wenn man schaut, man sich mal in die Unternehmenswelt, wenn man mal in die Unternehmenswelt blickt, was da los ist, dass die Leute einfach hochprozentual Probleme haben, dachte ich mir, da musst du was machen. Und deshalb habe ich halt diese Massageausbildung absolviert und konnte es jetzt als Einzelunternehmer realisieren, dort in die Unternehmen zu fahren, um dort Menschen zu helfen. Es ist aber auch so, dass du mit deiner Liege direkt zum Ort des Grauen fährst. Ja, es ist sozusagen, das sagst du ganz richtig, es ist eigentlich ein Grauen und gleichzeitig ist es eigentlich genauso traurig auch. Also weil halt um die 90% mit Sicherheit, 90% der Leute einfach unter diesen Schulter-Nacken-Problemen leiden, hervorgerufen natürlich auch durch sehr, sehr starke Kopfschmerzen, die wieder durch sehr viel Stress und diese ganzen anderen Belastungen, die wir mit uns rumtragen, halt hervorgerufen werden. Und genau da packe ich an, ganz genau. Wie lange betreibst du das schon? Jetzt bereits hier, seitdem ich in Berlin bin, seit 5 Jahren, habe das seit vielen Jahren auch. 2008 so ungefähr? Ja, ungefähr 2008, da kam ich nach Berlin, habe das aber vorher schon nebenberuflich, denn ich sagte, ich habe mal auch selber im Büro gesessen, habe das nebenberuflich erst in München gemacht und fand das so spannend, so interessant und sah darin eine so extreme Zielgruppe, dass ich gesagt habe, jetzt musst du das hauptberuflich machen. Und jetzt bin ich halt Einzelunternehmer. Wie viele Kunden hast du so am Tag, Patienten? Wie viele hast du? Also das sind im Schnitt immer in den Unternehmen so zwischen 8 bis 10 Leute. Ja, das wird dann so in Blöcken absolviert. Also es sind dann, wenn es mal 50 Mitarbeiter sind, die sich angemeldet haben, die arbeite ich dann in einer Woche ab mit ungefähr 10 Leuten am Tag. Es kann aber auch mal sein, dass ich einen Ganztagsauftrag habe, wo ich viel mehr Mitarbeiter massiere. Das sind dann so 20 bis 25 Leute am Tag. Das ist aber nicht so häufig, nicht? Weil ich natürlich auch selber auf meine eigene Gesundheit achten muss, weil sowas natürlich auch auf Dauer sehr, sehr anstrengend für den Masseur ist. Aber manche kommen auch zu dir und die nimmst du denn direkt auf der Liege? Die nehme ich direkt auf der Liege, wobei ich sagen muss, die Liege ist nicht so vorgesehen für ein Unternehmen, weil die Leute, wenn sie hören, aha, ich bekomme eine Massage, denken sie sehr schnell, ich muss mich irgendwie ausziehen, denn das ist ja natürlich am Arbeitsplatz unangenehm. Daher setze ich dort einen Stuhl, also einen Massagestuhl ein, wo die Mitarbeiter dort direkt in Kleidung sich auf diesem Stuhl Platz nehmen können. Und der Erfolg gibt dir oft recht.
Der Erfolg gibt mir recht, das belegen auch Studien weltweit, dass mobile Massagen halt Krankenstand reduzieren. Zum einen, um dadurch letztendlich Milliarden an Krankenkassengeldern auch einzusparen. Ja. Und wenn jemand völlig entspannt ist, kann er möglicherweise auch viel schneller arbeiten. Dann kann er schneller arbeiten, das ist das eine. Vielleicht nicht unbedingt schneller, aber er kann konzentrierter arbeiten, weil dadurch durch die Lösung der Blockaden auch natürlich der ganze Denkapparat viel, viel effektiver funktionieren kann. Ja. Danke, Dirk. Sehr gerne, immer wieder.